Hallo, wie berechnet man eigentlich eine Fläche zwischen zwei Graphen? Das heißt, wenn wir jetzt eine Funktion gegeben haben, f von x, der Graph sieht entsprechend so aus, und wir haben eine andere Funktion, g von x, gegeben und der Graph sieht so aus, dann sollen wir die Fläche dazwischen berechnen, das heißt also genau dieses Stückchen. Wie macht man das am besten? Also die eine Idee ist natürlich, wir können die ganze Fläche berechnen unter f. Dann haben wir das Ganze berechnet. Und davon ziehen wir die Fläche unter g entsprechend ab. Dann kann man das also berechnen. Das heißt, wir können also das Integral von f von x minus das Integral von g von x berechnen. Aber viel einfacher, und das ist eben der Trick hier mit der Differenzfunktion, dass man hier die Differenzfunktion bildet. Die nenne ich jetzt mal h von x. Und dann brauchen wir einfach nur mit Hilfe der Differenzfunktion zu integrieren. Das ist viel, viel leichter und viel, viel übersichtlicher. Jetzt kann man natürlich fragen, darf man das überhaupt? Was ist mit den ganzen Nullstellen? Und das ist ganz einfach zu sagen. Wir könnten ja, da das hier zwischen den Graphen liegt, könnten wir ja den einen Graphen auf plus 100 ganz, ganz hoch verschieben, sodass diese ganze Fläche auf jeden Fall im positiven Bereich liegt und keine Nullstellen und sowas dazwischen sind. Dann würde sich ja beim Integrieren genau diese plus 100 wieder herauskürzen und deswegen darf man das einfach so mit der Differenzfunktion machen. Okay, das heißt, wir müssen zuerst bestimmen, welches ist der obere Graph, welches ist der untere Graph. Und wenn wir die Differenzfunktion nämlich dann bestimmen, ist es geschickter, f von x, nämlich die obere Funktion, also den Graphen der oberen Funktion, minus g von x, den Graphen der unteren Funktion zu rechnen, damit wir nachher keine negativen Werte rausbekommen. Das heißt, wenn ihr dabei mal einen negativen Wert herausbekommt, dann ist es nicht weiter schlimm, aber dann wisst ihr, ihr habt nicht die oberen minus unteren gerechnet. Okay, das heißt, ihr könnt also jetzt die Fläche zwischen zwei Graphen berechnen, indem ihr die Differenzfunktion bildet. Dann entsprechend die Differenzfunktion nenne ich jetzt mal h von x. Ihr bildet von der Differenzfunktion eine Stammfunktion und setzt dann obere Grenze minus untere Grenze entsprechend ein. Dann habt ihr wirklich direkt hier diese Fläche zwischen den beiden Graphen berechnet. Wichtig ist jetzt, welche Grenzen wählen wir denn überhaupt? Und da müssen wir natürlich die Grenzen von den Schnittstellen wählen. Das heißt, die Grenze a und b sind die Schnittstellen von den beiden Graphen. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal an, wie man das also vom Prinzip her auf jeden Fall rechnet, mit einem bestimmten Beispiel. Das heißt, erster Schritt, Schnittstellen berechnen. Zweiter Schritt, Differenzfunktion berechnen. Dritter Schritt, Fläche berechnen. Das ist das Vorgehen jetzt, was wir jetzt für unser Beispiel mal in Angriff nehmen. Okay, also erster Schritt haben wir gesagt, Schnittstellen berechnen. Wie macht man das nochmal? Schauen wir uns einmal nochmal die Graphen an. Das heißt, wir haben einmal minus x² plus 2, also plus 2 minus x². Das sieht also so aus. Und x² plus 1. Das sieht entsprechend dann. Oh, das ist gar nicht plus 1. Schnell wegmachen. Ist ja nur x². Genau. Sieht entsprechend so aus. Das ist natürlich einfacher als x² plus 1, denn dann kann man die Schnittstellen natürlich hier viel leichter ablesen. Wir müssen jetzt aber erstmal offiziell diese Schnittstellen berechnen. Das heißt, wir setzen f von x gleich g von x und lösen dann entsprechend auf. Das heißt, wir haben minus x² plus 2 ist gleich x². Jetzt müssen wir natürlich alle x² auf eine Seite bringen.
minus x². Dann haben wir hier minus 2x² plus 2 ist gleich 0. Diese Gleichung können wir entsprechend mit dem Taschenrechner lösen oder natürlich auch so lösen. Sagen wir mal, das machen wir mit dem Taschenrechner. Und dann kommen entsprechend die Werte x1 ist gleich minus 1 und x2 ist gleich plus 1. Damit haben wir schon mal hier unsere ganz wichtigen Schnittstellen, minus 1 und plus 1. Und jetzt wissen wir auch, von wo bis wo wir integrieren müssen. Jetzt berechnen wir die Differenzfunktion. Und Achtung, wer jetzt hier ganz geschickt war und schon das verstanden hat, der sieht, dass man hier ja entsprechend, wir haben einfach hier minus g von x gerechnet, sodass wir dieses x² von dieser Seite hier ja auf die Seite gebracht haben. Das heißt, im Grunde das g von x hier auf die Seite gebracht haben. Das heißt, das, was hier jetzt gerade steht, ist natürlich nichts anderes als f von x minus g von x. Und damit bekommt ihr, während ihr die Nullstellen, die Schnittstellen berechnet, schon bereits die Differenzfunktion raus. Das heißt, wir können also jetzt hier unsere Rechnung nämlich sofort abkürzen, wenn wir hier entsprechend die Differenzfunktion markieren. Das hier ist bereits die Differenzfunktion. Und man weiß eben genau, welche Differenzfunktion das ist, wenn man jetzt die obere minus die untere haben will. Das heißt, man muss hier anfangen, die obere ist gleich die untere zu setzen. Dann hat man hier auch die Differenzfunktion, die man letztendlich haben möchte. Aber eigentlich ist es völlig egal, wie rum ihr das macht, aber das andere ist nur eine kleine Hilfe. Das heißt, wir können unsere Differenzfunktion jetzt hier sofort gleich abschreiben, minus 2x² plus 2 und müssen da gar nicht mehr rechnen. Gut, das ist also hier ein ganz, ganz wichtiger Trick, an den man auf jeden Fall denken muss. Machen wir hier nochmal eine kleine Glühlampe dazu. Dann ist das nochmal ganz deutlich. Gut. Jetzt kommt die Fläche. Und die Fläche berechnen wir wie immer. Das heißt, wir gehen nochmal hier kurz nach oben. Wir nehmen jetzt das Integral mit unseren Schnittstellen und der Differenzfunktion, bilden für die Differenzfunktion eine Stammfunktion und setzen entsprechend ein. Und genau das machen wir jetzt hier unten auch. Das heißt, wir müssen erst nochmal eine Stammfunktion bilden. Das heißt, Groß H von x ist also jetzt Exponent 1 hoch, Kehrwert davor, die 2 nicht verlieren und das Minuszeichen nicht verlieren. Plus und hinter die Zahl einfach nur das x. Das können wir jetzt noch ein bisschen zusammenfassen, sodass wir dann minus 2 Drittel x hoch 3 plus 2x haben. Gut, dann haben wir die Stammfunktion. Das heißt, wir nehmen hier jetzt Groß H von x. Wenn ihr die hier oben hingeschrieben habt, müsst ihr sie natürlich hier nicht nochmal eintragen. Und dann könnt ihr entsprechend obere Grenze minus untere Grenze rechnen. Und dann können wir in Ruhe einsetzen. Vielleicht haben einige von euch auch schon darüber nachgedacht, dass wir hier ja eine Symmetrie bei der Fläche haben. Und dass es natürlich ausreichen würde, hier nur die Hälfte der Fläche auszurechnen und das dann später mal 2 zu rechnen. Das ist natürlich auf jeden Fall erlaubt, da müsst ihr nämlich nur von 0 bis 1 integrieren und das ist auf jeden Fall einfacher. Ich mache es jetzt aber trotzdem nochmal ausführlich und wir setzen entsprechend ein. Das ist dann also h von 1. Das heißt also, wir setzen die 1 in h ein, minus 2 Drittel mal 1 hoch 3. Plus 2 mal 1 minus, Achtung, denkt an die Minusklammer. Jetzt setzen wir minus 1 ein. Minus 2 Drittel mal minus 1 hoch 3
plus 2 mal minus 1. Deswegen empfehle ich immer, schreibt auf jeden Fall hier die beiden einzelnen eingesetzten Grenzen immer in Klammern, damit hier diese Minusklammer auf jeden Fall nicht falsch wird. Und dann kann man es in Ruhe ausrechnen, wenn man sich das so ausführlich hingeschrieben hat. Dann sind das minus 2 Drittel plus 2 und das sind 1 Drittel oder 4 Drittel minus, jetzt rechnen wir die andere Seite aus, minus 1 hoch 3 ist minus 1 mal minus ist schon mal plus, also sind es 2 Drittel minus 2, 2 Drittel minus 2, dann landen wir bei minus 4 Drittel und dann haben wir also insgesamt plus 8 Drittel und ihr seht schon, das ist schon unser Ergebnis und ihr seht schon, der Wert ist auf jeden Fall positiv, weil wir hier f als obere Funktion, als oberen Graphen gewählt haben und die Differenzfunktion entsprechend gewählt haben. Also das ist hier ein bisschen der Trick, dass man eben die obere Funktion wirklich zuerst bestimmt. Können wir hier nochmal dazu schreiben, f ist sozusagen der obere Graph und g ist in diesem Fall der untere Graph. Genau, dann habt ihr es auf jeden Fall leichter. Ja, also ist zwischen zwei Graphen ist also auch nicht weiter schwer. Fassen wir nochmal zusammen. Was muss man auf jeden Fall machen? Als erstes die Schnittstellen berechnen, dann die Differenzfunktion berechnen, dann zum Schluss die Fläche berechnen mit Hilfe der Differenzfunktion und der Stammfunktion der Differenzfunktion. Wie kriegt man die Differenzfunktion nochmal ganz leicht? Wenn wir hier bei den Schnittstellen f von x gleich g von x setzen und dann hier alles, was hier auf der rechten Seite steht, hier auf diese Seite bringen, dann steht hier in dem Zwischenschritt, wo ihr das erste Mal gleich 0 habt, da steht dann die Differenzfunktion. Okay, dazu mache ich natürlich noch ein paar mehr Beispiele und dann wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß.